Aus Portugal sind wir zurück und da haben wir einige Produkte getestet. Und über die Testergebnisse wollen wir euch jetzt informieren. Und zwar stellen wir 5 Produkte vor. Alles in Kapitel eingeteilt. Was euch nicht interessiert, könnt ihr einfach dann vorspringen und euch das anschauen, was euch interessiert. Als erstes geht es um heiße Luft, das heißt heißes Wasser. Heißes Wasser. Ja, mit der Induktionskochplatte, die wir jetzt uns neu zugelegt haben. Als zweites geht es dann um gutes Sehen. Das ist ja sehr wichtig, wenn man Unfälle vermeiden will, was uns leider nicht gelungen ist, obwohl wir gut gesehen haben. Wie wir das machen, das zeigen wir euch im zweiten Kapitel. Als drittes geht es dann um lecker Essen. Das haben wir ja im Urlaub auch schon demonstriert, wie wir mit Karin und Marco ein Raclette gemacht haben. Auch die zeigen wir euch, die beiden Produkte, die Alternativen. Dann geht es um die Energie. Das heißt, einmal hatten wir Stromausfall, das heißt, die Batterie hat ihren Geist aufgegeben, beziehungsweise war leer. Wie wir uns da beholfen haben, das zeigen wir euch auch. Und als letztes geht es hoch hinaus, wenn wieder der Sandsturm kommt und die Solarpaneele abdichtet, wie kriege ich das wieder ganz problemlos sauber? Und nach dem Intro geht es gleich los. Wir wollen euch jetzt mal Induktionsplatten im Wohnmobil vorstellen. Ich muss gleich eins voraussagen, das ist kein Sponsoring. Die Platten haben wir uns alle, die wir jetzt vorstellen, haben uns alle gekauft. Wir haben uns zuerst eine gekauft, die haben wir gleich zurückgeschickt, weil sie relativ dick und groß war und auch nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Dann haben wir uns eine zweite Platte gekauft, die schon etwas besser war. Und jetzt haben wir noch eine dritte Platte, die aber noch nicht praxiserprobt ist. Das machen wir jetzt mit euch. Und die ist besonders schmal. Wenn es euch interessiert, einfach dranbleiben. Als erstes bitte ich einmal die Ursi, dass sie die aktuelle Induktionsplatte, die wir im Moment schon praxiserprobt haben, dass sie die mal rausholt. Die ist nämlich untergebracht im Backofen. Das seht ihr, also das ist eine gute Aufbewahrungsadresse. Da passt sie wunderbar rein. Und so sieht sie aus, die Induktionskochplatte. Vor allen Dingen schauen wir dann einmal, wie lang die braucht gegenüber einen Gaskocher. Und das wollen wir auch von der Zeit her stoppen. Hier ist unser ganz normale Wasserkessel. Wasserkessel. Genau, mir fehlen manchmal die Worte. Ja, aber ich habe Gott sei Dank die Ursi dabei. Der Wasserkessel, den haben wir gekauft beim Obelink für ein paar Euro. Und der ist, um Induktionsplatten nutzen zu können, muss das Ganze magnetisch sein. Der Wasserkessel ist es vom Boden her nicht, nur der Rand ist magnetisch. Das habe ich ausprobiert mit einem Magnet. Also ihr könnt an euer Kochgeschirr einfach ein Magnet hinhalten und dann seht ihr schon, wenn der Magnet haften bleibt, dann ist er für Induktion geeignet. Hier ist es nur der Rand, aber das langt für die Induktionsplatte aus, dass es eine Verbesserung gibt. Wir können dann später nochmal schauen, wenn man einen normalen Topf nimmt, der komplett magnetisch ist, also extra für Induktion geeignet ist, ob es dann noch schneller geht. Aber jetzt probieren wir es erstmal so aus. In dem Fall nehmen wir jetzt mal das Wasser aus dem Wasserhahn, was wir ja normalerweise für unseren Kaffee nicht nehmen. So, die Kanne ist voll. Die gießen wir da rein. Das läuft noch nicht. Jetzt läuft Gas und jetzt stellen wir die Uhr ein. So, jetzt läuft die Stoppuhr und jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert, bis das Wasser kocht. So, wir sind jetzt bei 6 Minuten und es tut sich schon was. Also viel ist noch nicht, aber es tut sich schon was. Mal schauen. Also wir haben es ja schon mal getestet natürlich, ja. Und es geht über 10 Minuten, deswegen machen wir nochmal einen kurzen Break. So, wir sind jetzt bei 9 Minuten 12 Sekunden angelangt. Hoppla, hat es wieder verstellt. 9 Minuten 20 sind es jetzt.
Und es tut sich schon was. Nach unserer Erfahrung dauert es aber noch ein bisschen. Aber das warten wir jetzt in Ruhe ab. Wenn der weiße Rauch aufsteigt, dann ist entweder ein neuer Papst gewählt oder das Wasser kocht. In dem Fall kocht das Wasser. Ussi, es geht los. Schau mal. Gleich pfeift er. Zehn Minuten, 20 Sekunden. Das ist die Vorgabe. Und jetzt schauen wir, was die Induktionsplatte bringt. So, da haben wir schon unsere Induktionskochplatte liegen. Die haben wir also schon ausprobiert. Und damit die überhaupt funktioniert, braucht ihr natürlich auch einen Wechselrichter. Und wir haben einen Wechselrichter. Allerdings ist die Platte für 2000 Watt ausgerichtet und unser Wechselrichter nur bis 1800 Watt. Deswegen können wir diese Platte auch nur mit 1800 Watt betreiben. Es lässt sich auch, das kann ich schon von vornherein sagen, die Platte nicht hundertprozentig genau regulieren. Deswegen muss ich das nach dem Wattverbrauch einrichten. Aber das seht ihr jetzt dann gleich. Einschalten muss man natürlich vorher den Wechselrichter. Und das macht die Ursi jetzt bitte. Wechselrichter läuft, Ursi? Wechselrichter läuft. Sehr schön. So, der Wasserkessel ist ganz seriös abgekühlt. Das heiße Wasser ist weg. Nicht, dass wir da falsche Vergleiche machen. Das ist also frisches Wasser aus der Leitung. Das habe ich schon mal vorausgemacht. Nicht alles doppelt machen, sondern stellen wir das drauf. So. Müssen wir bereitstellen, die Handy. So, schalten wir ein. Gehen hier auf das 1600 Watt, muss man runter machen auf 1200. Das ist also ein bisschen umständlich, das funktioniert nämlich nicht so hundertprozentig. Und jetzt geht schon mit 1200 Watt. Ich schalte mal auf Start. Und jetzt kann ich euch das gleich zeigen, wie viel Strom das zieht. Ist also die App von Liontron. Da seht ihr jetzt, im Moment zieht es gar nichts. Jetzt 44 Watt. Und jetzt umso weiter ich den Topf in die Mitte rein, 1400 Watt zieht er jetzt. Und was siehst du mal auf den Topf? Richten, wenn ich den wegziehe, dann geht es gleich runter, die Watt. Also es ist wichtig, dass man ihn richtig positioniert und dann kann man auch den leichter regulieren. Jetzt macht sie da 1400 Watt. Also bis 2000 Watt geht die Platte und wir machen es aber jetzt nur mal mit den 1400 Watt. Das dauert dann etwas länger. Also wenn ihr einen stärkeren Wechselrichter habt, geht es sogar noch schneller als bei uns. Das sind jetzt 1400 Watt. Ein bisschen schneller. Kann ich ja machen. Ja, also das lässt sich ein bisschen schwierig regulieren, deswegen sind wir nicht so hundertprozentig zufrieden mit der Platte. Wir haben aber dann noch eine, die wir euch zeigen wollen. Habe ich mir ein bisschen hochgefahren. So, wir sind jetzt bei 4 Minuten 14 und wie gesagt, das ist ein Teil, ist auf 1400 Watt und dann nach 2 Minuten habe ich ungefähr auf 1600 Watt geschaltet. Sehen wir jetzt immer noch 1590, ja, also 1600. Und wir sind zeitmäßig jetzt bei 4 Minuten 44 und schon kocht er 5 Minuten 10 Sekunden. Also, deutlich die Hälfte der Zeit hat es gebraucht. Eine deutliche Verbesserung
Ich finde die Platte, auch wenn sie nicht hundertprozentig bedienerfreundlich ist, schon mal super. Und die Ussi gibt der Platte einen. Auch Ussi. Ja, ich kann jetzt nämlich morgens 5 Minuten früher aufstehen, weil der Kaffee 5 Minuten früher fertig ist. Wieder immer nur Eigennutz, ja? Weil ich immer aufstehe in der Früh und dann das Wasser mache. Und dann weiß ich, jetzt dauert es so 10 Minuten, da ist das Wasser heiß. Und seit wir die neue Platte haben, weiß die Ursi, in 5 Minuten ist es soweit. Und dann muss ich aufstehen. Das sind die Nachteile einer Induktionsplatte. So, aber wir zeigen euch jetzt noch eine, denn wir haben uns eine neue zugelegt. Die haben wir allerdings nur zu Hause ausprobiert, noch nicht im Wohnmobil. Das machen wir jetzt. So, hier seht ihr jetzt diese Platte, die wir uns zusätzlich bestellt haben. Und da seht ihr auch den Unterschied, die ist deutlich schmaler als die andere Platte. Von der Größe her ist sie, Länge, Breite ist das gleiche oder ist sie etwas kleiner, aber sie ist deutlich schmaler. Mal schauen, wie sich das dann bewährt in der Praxis, wenn es das Wasser kochen soll. So, der Topf ist schon wieder kalt, das seht ihr, sonst könnte ich den nicht so anfassen. Das Wasser, das frische Wasser habe ich auch schon vorbereitet. Das stellen wir jetzt gleich in die Mitte drauf. So, hier gibt es einen richtigen Einschaltknopf, On-Off. Und da drehen wir jetzt mal hoch. Und müssen schauen, wir müssen natürlich die Uhr einstellen. Das wird jetzt alles ein wenig hektisch. Für einen alten Mann ist das alles immer sehr hektisch. Löschen und Start. So, und jetzt schauen wir, wie viel Watt das die hat. Also im Moment hat sie 200, 900 Watt. Wir drehen sie jetzt ein wenig höher. 1550 Watt. So, und da lassen wir es jetzt dabei. 1600 Watt. Ja, das bleibt stabil. Und dann schauen wir mal, wie lange das auf dieser Stufe braucht. Also, wir sind zeitmäßig. Sind wir jetzt bei 3 Minuten. Ich muss natürlich sagen, die war jetzt von vornherein auf 1600 Watt eingestellt und die fängt jetzt schon an, da langsam zu köcheln. Die Platte lässt sich wesentlich leichter regulieren mit diesem Rad als die andere Platte. Die ist wesentlich schmaler und unbedeutend teurer gewesen. Also, die macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Ossi, was sagst du? Ich mal abwarte, bis Wasser kocht. Koch gleich, Ossi. Das ist ein sogenanntes Kochvideo, ein Wasserkochvideo. Vier Minuten 27. Also noch schneller. Aber der Vorteil liegt natürlich ganz klar. Na? Der Vorteil liegt natürlich ganz klar daran, dass das von Anfang an auf 1600 Watt war und die andere ist erst 2 Minuten auf 1400 Watt gelaufen. Auf jeden Fall deutliche Verbesserung, einwandfrei. Und diese dünne Platte, die wir uns noch nachträglich gekauft haben, das wird unser neuer Begleiter im Reisemobil. Wir verlinken euch aber beide, denn beide Platten haben sehr gut funktioniert. Aber die ist einfach optisch extrem ansprechend, ist schön flach und wie ihr gesehen habt, die hat sogar nur ein bisschen besser funktioniert, weil sie sich besser hat regulieren lassen. Und jetzt schauen wir mal, was die Hausfrau dazu sagt. Ich muss halt einfach früher aufstehen. Aber es ist natürlich schon gut. Der Nebeneffekt ist, mir spart ja dadurch auch noch ein bisschen Gas. Das stimmt, denn wir haben eigentlich in der Früh genügend Strom. Denn das braucht ja nicht allzu viel. Es nimmt zwar 1600 Watt weg, aber nur 5 Minuten. Also, das ist nicht so dramatisch. Man spart sich das Gas, das ist richtig. Die Sonne heizt dann lädt dann die Batterie wieder auf. Also, für mich hat es eigentlich alles nur Vorteile. Und ist durch das, dass es so schlank ist, super untergebracht. Ja, klar, die passt jetzt noch besser bei uns im Backofen. Ja,
Also unser neuer Bekleider. Wir verlinken natürlich alle Produkte unten. Und wie gesagt, es ist kein Sponsoring. Wir haben uns die Platten selbst gekauft und die eine geht jetzt auch selbst von uns zurück, ist von uns gekauft und bezahlt. Empfehlungen aufgrund eigener Erfahrungen. Ja. Sicherheit im Wohnmobil. Da machen wir auch übrigens noch ein Video dazu, aber da meine ich ja andere Sicherheit. Ich meine jetzt die Sicherheit mit guten Seen, damit man möglichst keinen Unfall hat. Und da haben wir euch schon mal einen Teil vorgestellt, und zwar dieses Teil, dieses Blindteil. Das wird oben festgemacht an der Sonnenblende. Und da kann man dann mit einer Hand die Brille ein- und aushängen. Das heißt, wenn man die Sonnenbrille braucht, und die braucht man ja beim Fahren, denn selbst wenn man so eine selbstfärbende Brille hat, wie sie ich habe, die färbt nicht, weil die UV-Strahlen abgefiltert werden von der Windschutzscheibe. Und deswegen braucht man die Sonnenbrille, und mit einem Griff hole ich mir die. Dieses Teil ist sehr praktisch, haben wir schon mal vorgestellt, haben etliche von euch gekauft, und ich hoffe, ihr seid alle zufrieden damit. Also ich finde es nach wie vor eine super Erleichterung für wenig Geld und eine tolle Idee. Für wenig Geld habe ich meine Sonnenbrille immer zur Hand und sauber aufgeräumt. Aber das ist nicht alles. Was nützt mir die beste Brille, wenn sie verschmiert ist? Und eine verschmierte Brille sauber zu bekommen, da gibt es nach meiner Möglichkeit drei Möglichkeiten. Das eine ist, ich nehme so ein Papiertuch. Das wird euch eure Brille nicht danken, denn das Papiertuch verkratzt das Glas. Dann gibt es die Möglichkeit mit Brill, dass man Brill drauf macht oder sauber macht. Das ist auch relativ aufwendig und man verbraucht relativ viel Wasser. Und dann haben wir uns die nächste Möglichkeit zugelegt, wie wir es daheim auch machen, nämlich mit so einem Gerät. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das jetzt nennen soll, Ultraschallreinigungsgerät. Ja, daheim haben wir ein größeres, das war mir für das Wohnmobil zu groß. Und hier nehmen wir dieses kleine, da geht auch nur ganz wenig Wasser rein. So, ich habe es jetzt da mal voll gemacht. Den Stecker muss man natürlich auch reinstecken. Das sollte man eigentlich normalerweise, wer schlau ist, macht das vorher, bevor das Wasser einfällt. Ich habe jetzt mal die komplizierten Weg genommen. Ja, also es geht dann auch einfacher. Dann steckt man das Ganze in die Dose, in die Steckdose. Und die Ossi hat schon wieder mitgedacht und hat den Wechselrichter schon angemacht. Noch leuchtet es nicht rot. Tust du mal da drauf filmen, Ossi? Ja, jetzt leuchtet es rot. Ich lege meine Brille rein und schon geht das Gerät los. Kann man noch abdecken. Also wir haben es jetzt in unserem ganzen Portugal-Urlaub ausprobiert und wir waren damit sehr zufrieden und können euch berichten, dass die Brille, wenn man das eine gewisse Zeit reinigt, einwandfrei wird. Man nimmt dann einfach ein Mikrofasertuch, macht das Ganze trocken. Und so sieht man wunderbar. Wir verlinken euch das. Auch das ist kein Sponsoring. Wir haben diesen Artikel selbst entdeckt bei Amazon und haben ihn auch selbst gekauft. Genauso wie diese Halterung da für die Sonnenblende. Gute Sache. Das ist auch zufrieden. Und wenn die Ossi mit Technik zufrieden ist, dann muss es wirklich was taugen. So, jetzt, wenn wir schon dabei sind vorzustellen, dann stellen wir euch auch jetzt noch zwei Raclettes vor. Ja, wir sind nämlich im Besitz von zwei Raclettes. Ja, genau, ein Luxusproblem, ja. Ja. Aber das hat auch seine Gründe, denn das eine ist elektrisch und das andere ist entweder mit Paste kann man das machen oder dann auch mit kleinen Teelichtern. Ja. Beides funktioniert, das können wir euch bestätigen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Schweizer Bürgern und deutschen Staatsbürgern. Ja. Die Ossi erklären euch. Ja, genau. Und zwar, ihr wisst ja alle,
Wir haben eine Schweizer Schwiegertochter und da gibt es natürlich traditionell das Raclette. Und sie haben uns dieses Raclette mal geschenkt und wir wussten nicht so richtig, wie man damit umgeht, weil beim Schweizer Raclette wird hier einfach in dieses Schälchen der Käse reingelegt und der Käse, nur der Käse geschmolzen. Und da braucht man die Hitze von unten. Das Raclette, so wie wir das, wie wir das ja eigentlich kennen, das ist jetzt das hier. Da kommt dann der Käse und Zutaten, die man gerne haben möchte, wie Zwiebeln, Pilze, Knoblauch oder was man halt gerne noch dazu hat. In dieses Schälchen Käse drauf und da steckt man dann hier unten rein. Und da kommt dann die Hitze von oben und schmilzt das alles. Also das sind zweierlei Systeme. Welches besser ist oder nicht besser, das kann jeder, wie er selber lustig ist, machen. Wie es ihm am besten schmeckt. Also wir machen das ganz gerne so, dass wir den Käse von oben schmelzen lassen. Und deswegen ist dieses Raclette für uns etwas günstiger. Dafür braucht es Strom und man macht es ja am Abend, also man sollte dann noch genügend haben. Allerdings sind es nur 350 Watt, die das Raclette verbraucht. Also selbst wenn man das eine Stunde macht, und das macht man keine Stunde, dann ist es sicherlich für eine gute Batterie verspatzbar. Der nächste Feuer ist noch auf den heißen Stein, da kann man ein bisschen Fleisch oder einen Speck oder sonst was drauflegen. Eine Würstle oder irgend sowas. Ja, genau. Oder Tomate, ja. Das schmeckt dann auch noch zusätzlich, das geht hier natürlich nicht. Nein. Hier schmilzt der Käse von unten. Wir verlinken euch beide Raclettes, beide Formen. Schaut es euch mal bei Amazon an, wenn ihr Interesse an sowas habt, dann wir können es euch nur empfehlen. Wir haben auch ganz kurz noch, wir haben auch schon mal Käsefondue hier gemacht. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Ja, das machen wir bei Gelegenheit einmal wieder. Jetzt wollten wir euch das Raclette vorstellen. Wir haben es ja auch mit Karin und Marco. Ja, genau, das wollte ich ja sagen. Wir haben uns dieses Gerät übrigens in Spanien gekauft. In Sagres. Ja. Und dann haben wir uns ja mit Karin und Marco getroffen. Und die zwei hatten sowas Ähnliches. Also auch mit Teelichter. Aber ich muss sagen, unseres ist viel schöner. Nicht böse sein, Karin und Marco. Nein, aber unseres ist optisch besser. Ja, also auf jeden Fall hat es wunderbar funktioniert. Und da haben wir dann auch mal gesehen, wie man das in der Schweiz eigentlich richtig macht. Wir verlinken alles. Und wie gesagt, kein Sponsoring, selbst gekauft, selbst bezahlt. Jawohl, genau. So, also als erstes möchten wir mal was sagen zur Energie. Wir hatten in Portugal, ihr wisst ja, wir haben ja das Video schon reingebracht, wie wir in der Werkstatt gewesen sind. Wir haben eine neue Lithium-Batterie mittlerweile. Und die alte Batterie, die wir gehabt haben in Portugal, der hat den Geist aufgegeben. Das ist äußerst unangenehm. Da steht in der Früh auf, man hat keinen Strom, es funktioniert kein Wasser. Auch natürlich keine Toilettenspülung. Sehr unangenehm. Und da hat uns dann diese EcoFlow-Powerstation gerettet. Die haben wir seit unserer Norwegen-Reise immer dabei. Und der Vorteil ist, die lädt hier über den Wechselrichter während der Fahrt auf. Das heißt, wir schalten den Wechselrichter ein. Und der Ladebooster, der verrichtet ja seine Tätigkeit. Unsere Aufbaubatterie, die ist komplett voll. Der Ladebooster würde aber keine weiterarbeiten, weil er einfach Energie vom Motor her bekommt. Aber er kann nicht mehr, weil er nicht mehr weiß, wohin. Deswegen haben wir diese Powerstation dabei, die wird dann von dem Ladebooster geladen. Und wenn man dann mal einen Notfall hat, entweder man steht bei Regen und die Solaranlage funktioniert nicht, dann kann man hier seine Bordbatterie mit aufladen. Oder wenn man einen Stromausfall hat, wie es wir gehabt haben eben in Portugal, dann schließe ich hier mit der Landstromsteckdose, die schließe ich an mein Wohnmobil an und speise damit den Strom in mein Wohnmobil ein. Innerhalb von ein paar Minuten ist dann auch unser Fahrzeug wieder unter Strom. Und das dauert dann, wie wenn man es bei einer Landstromsteckdose ansteckt, eben auch eine gewisse Zeit, bis die Lithiumbatterie wieder komplett aufgeladen ist. Aber das machen wir mit der EcoFlow und es funktioniert einwandfrei. Wir haben auch noch eine zweite EcoFlow. Das haben wir schon im Video gezeigt, wie wir mit Karin und Marco zusammen gewesen sind und Raclette gemacht haben.
Da haben wir die zweite Lithium-Batterie von EcoFlow genommen und haben damit unseren Raclette-Ofen betrieben. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja? Das ist eine Sache zum Verwenden bei einer kleineren und das ist die große. Als Ersatz haben wir die eben in der Heckgarage stehen. Ich muss auch dazu sagen, wer keinen Wechselrichter hat, der kann diese Powerstation auch als Wechselrichterersatz benutzen, denn da kann man Geräte, ich glaube, bis 3000 Watt anschließen. So viel zu dem Thema. Ja, jeden ist das schon mal passiert. Da kommt der Sandsturm im Süden, bedeckt unsere Solarmodule und auf einmal hat die Batterie keinen Strom mehr. Und dann heißt, wie komme ich jetzt da hoch? Eine große Leiter mitnehmen ist natürlich ein Quatsch, aber wenn man so eine praktische dabei hat, schaut mal her, wie einfach das geht. Zack. Ein tolles Ding. Haben wir schon seit vielen Jahren an Bord. Tut immer noch ihre Dienste und lässt sich sehr leicht wieder zusammenklappen. Man muss bloß aufpassen, dass die Finger nicht dazwischen sind. Können wir nur empfehlen, wir benutzen sie regelmäßig, auch beim Autowaschen, wenn mich die Ursi wieder zwingt, dass ich das Auto waschen muss. So, das waren jetzt ein paar Produktvorstellungen und wir möchten dazu sagen, wir verlinken alles bei Amazon, außer die EcoFlow, die verlinken wir direkt an die Firma und möchte noch mal darauf hinweisen, dass wenn ihr bei Amazon bestellt über unseren Link, dann bekommen wir eine kleine Provision von Amazon, ohne dass ihr mehr für das Produkt bezahlt. Das nur als Hinweis. Wie gesagt, die meisten Sachen bis auf die EcoFlow, das war alles selbst gekauft und war unser eigener Test. Aber auch die Aussagen zum EcoFlow waren alle wahrheitsgemäß. Wir würden da niemals was faken, nur damit wir ein paar Euro Provision bekommen. Was wir anbieten, das ist von uns getestet und das finden wir auch gut. Ansonsten würden wir es gar nicht vorstellen. Ja genau, wir stellen eigentlich nur Produkte vor, die wir eigentlich auch selber benutzen. Ja, also wenn wir nur alles vorstellen wollen, jede Woche kriegen wir etliche Angebote, Produkte vorzustellen. Wir lehnen 99% ab und auch wenn wir es getestet haben und es passt uns nicht, dann machen wir da gar nichts davon. Nee. So viel nur dazu. Wir hoffen, das war was Interessantes dabei. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Genau, sehr schön. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht habt. Und natürlich das Glückle. Wunderbar, die Ursi hat es auch schon voll drauf. Also, in dem Sinn macht's gut und viel Spaß beim Homo fahren. Tschüss. Ciao.